8. März haben wir den Sozialminister Brandenburgs, Herrn Barske, getroffen und mit ihm über unsere Probleme diskutiert. Unsere Forderung war klar: keine Lager für Frauen, alle Lager schließen. We stated clearly, no lager for women, close all lager. At the least, he promised to improve the living conditions in collective accommodations, especially for women. Der Minister schien unser Anliegen zu teilen und sagte, er würde unsere Forderung nach Wohnungen für Flüchtlinge nachkommen. Bis dahin versprach er, wenigstens dafür zu sorgen, die Lebensbedingungen in den Sammelunterkünften zu verbessern, insbesondere für Frauen. Im Sommer 2011 verschickte das Ministerium ein Rundschreiben an die Behörden der Landkreise, das etwas klarstellte, was selbstverständlich sein sollte. Unsere Privatsphäre ist von den Mitarbeiterinnen der sogenannten Heime zu respektieren. Sie müssen an unsere Türen klopfen, bevor sie unsere Zimmer betreten. Wir begrüßen dieses Schreiben, weil es die Mitarbeiterinnen der Unterkünfte über eines unserer grundlegenden Rechte informiert hat und ihr Verhalten geändert hat.